Hi, ich bin Günther, ich komme aus Nürnberg. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther, der YouTuber Story. Wir sind im DLC, wie ich inzwischen weiß, gar nicht mal wenig weit fortgeschritten in der letzten Folge. Aber trotzdem habe ich einige Sorge. Denn, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wir wurden im letzten Kampf vollkommen auseinandergenommen. Es war unfassbar schwer. Und jetzt habe ich erfahren, es ist vom Inhalt her nicht mehr so viel. Es gibt aber einen Ort, an dem ich ziemlich viel Zeit verbringen werde, worauf ich schon sehr gespannt bin. Aber vor allem wird es schwer. Und wenn das bisher, dieser letzte Kampf der letzten Folge, nicht schwer war, das davor stimme ich zu, das war einfach. Aber dann muss ich ganz weit los. Außerdem, heute mal was anderes an. Keine Sorge, ich habe das Aufnahmeshirt, ein Hoodie ist das, nicht irgendwie weggetan. Ich war heute einfach schon mal draußen, weil ich gerade beim Bäcker war, deswegen. ich würde sagen, wir machen weiter mit dem DLC. Ich bin wirklich sehr gespannt, was heute passieren wird. Am Ende der letzten Folge hat die dunkle Macht Günther wieder einmal übernommen, nachdem Hansa mit einem großen Team aus Olaf, Darkrai, einem dunklen Günther, und dieser dunkle Günther hat uns komplett zerfetzt. Und noch weiteren. Nachdem wir da im Kampf eben erst nicht so gut aussahen, aber letztendlich doch gewinnen konnten. Warum bist du hier? Bessere Frage, wer bist du? Ich muss in der Zeit zurückreisen, um was zu verhindern. Ah, deswegen bin ich hier. Diese einzige Welt ist die einzige, wie ich dahin komme, wo die Datei entstanden ist. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, aber du willst die Vergangenheit ändern. Nee. Okay, Celebi für die Zeitreise. Gut, dass mir Pixelmatch sein Celebi überlassen hat. Und Sora. Ja, das Problem am dunklen Günther in der letzten Folge war unter anderem. Das sieht aus wie Ori. Seht ihr das Level da auch? Aber warte. Entspannt euch. Entspannung. Sora ist ja auch noch höher. Oh Gott. Die Sache am dunklen Günther war, dass er eben unter anderem unfassbare Stats hatte. Und auch genau dieses Moveset. Ich habe halt keine Ahnung, was der Gegner für ein Typing hat. Lass mich raten, das ist ein Dragon, damit alles, was ich habe, nicht sehr effektiv ist. Auch die Taktik, mit der ich letztendlich den dunklen Günther besiegt habe. Mit Latias unfassbar Zeitstallen. Okay, das macht mehr Damage und hat eine Chance zu verwirren. Ja, das gewinne ich. Obwohl, das hier wird vermutlich noch nicht töten. Und jetzt muss ich halt. Oh, das ist sehr gut. Es muss sich selber treffen oder ich muss noch einmal zum Angriff kommen. Weil der Fakt ist, das Ding wird all meine anderen Pokémon outspeeden. Oh. So viel dazu. Das Ding würde garantiert sowohl Celebi als auch Fragezeichen mein outspeeden und mit Pech one-shotten. Und genau das ist das, was nicht passieren durfte. Ja. War jetzt nicht so schwer. Wie konnte ich nur verlieren? Ich habe noch nie verloren. Weint der gerade? Ich wusste ja, dass es der schlechteste Hauptcharakter ist, der je geschrieben wurde. Aber damit habe ich nicht okay, ich glaube, dann muss ich ihn auch nicht kennen. Lass dich trotzdem nicht die Vergangenheit ändern. Ich will nicht in dieser Welt die Vergangenheit ändern, sondern in einer anderen. Sonst wird meine Welt untergehen. Ach so. Ist es dein Ernst?
Und jetzt sind wir hier. Da seht ihr auch, wer überhaupt genau mitgekämpft hat bei Hansa. Nur fehlen Vulpix und der dunkle Günther. Im Hintergrund immer noch meine ganzen Thumbnails, Alter. Und ich habe das Gefühl, es ist kein gutes Zeichen, dass ich einige davon erkenne, von den alten Scheiß-Videos. Ich werde das nicht nochmal zulassen. Fragezeichen, Mann. Wenn das mal nicht mein Erschaffer ist. Damit Fragezeichen mein Motiv hat, die Welt zu retten. Fresse, ich hab dich nicht erschaffen, du hast vorher schon existiert. Warte, Hansa ist keine Erfindung von dir. Ja, er hat sich einfach reingeschlichen, ohne dass ich's gemerkt hab. Glaubst du wirklich, was er sagt? Schließlich hat er auch fast die Welt ins Chaos gestürzt mit Missing No. Ich weiß, du bist wütend auf mich und meinst, ich hätte viel zu viel Macht, weil ich diese Welten erschaffen habe. Aber es gibt schon Grund, warum ich dir die Welten anvertraut habe. Ein Grund? Ja, solltest du sterben, sterben auch alle Welten. Sollte ich nämlich zu viel Macht haben, könntest du mich aufhalten oder was anderes tun. Du bist hier derjenige mit der Macht. Digga, warum vertraust du mir so viel Macht an? Ja, wir sind Freunde und keine Feinde. Bah. Mal sehen, ob er... Nein. Kein Rematch. Nee, warte. Wer ist jetzt der Typ, der da... Nee, hä? Ich bin gerade verwirrt. Hansa redet, aber da unter Fragezeichen-Man steht doch noch ein Typ, aber Fragezeichen-Man ist doch das Shiggy. Du wirst keine Chance mehr jetzt haben, Hansa. Denkst du wirklich, ich hab nicht dran gedacht, dass du in die Zeit zurückreist, um mich aufzuhalten? Ich hab einen Plan B. Oh Gott. Fragezeichen-Man ist auch aus der Zukunft hergereist. Ich fusioniere einfach die dunkle Machtsicherheitskopie mit der Günterheit. Hä? Aber das würde doch den dunklen Günther ergeben, den es schon im ersten Match gab. Oder warte. Das war... War das ein Fehler vielleicht? Vielleicht sollte der Kampf gar nicht so schwer sein? Das ist ja zwar gut, ja, aber es funktioniert. Oh nein, es ist das Ding, wir müssen es aufhalten, sonst kommt es zu einer Günther-Zone. Das will keiner. Okay. Zeit, das zu beenden. Aber jetzt im Ernst. Nein! Du Ekel! Der hat nochmal 6 Pokémon! Und es ist anders. Jetzt kommt... Oh nein! Nein! Der hat jetzt nicht 6-mal irgendwelche Variationen von mir! Was? Okay. Erstmal ruhig bleiben. Vielleicht klappt's ja. Ich gehe jetzt mal ganz optimistisch davon aus, dass das ein Water-Type ist. Vielleicht auch Water-Ice. Okay, mein Kanalbild ist besiegt. Okay. Es kommen jetzt echt 6 Günther-Versionen. Das Problem ist, entweder haben alle denselben Typ... Ah, ich hab... Oh Gott. Ich hab kein Latias mehr, ist ein schlechter Punkt. Aber dafür habe ich Sora und Celebi. What the fuck? Könnte das schon der stärkste sein, dass sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus... Einfach alle, was man sich irgendwie vorstellen könnte. Sora kriegt definitiv man hier. Die Sache ist die, ich will nicht auf Sora wechseln, weil es ist relativ offensichtlich. Ich werde ihn, wenn dann, als letztes Pokémon nutzen, weil... Guckt euch die Level der Gegner an. Der würde uns auf jeden Fall komplett hart carryen. Yo! Die Sache ist die, Wasser wird nicht sehr effektiv sein, aber ich will sicher gehen. Es ist neutral! Oh!
Der scheint wirklich stark zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das das stärkste gegnerische Pokémon ist. Wie gesagt, ich will versuchen, das bisschen hinterherzuschieben, die krassen. Ich meine, Günther, der echte, ist angedamaged. Das sehen wir. Die Sache ist die, ich hab gedacht, ich überlebe einen Donnerblitz. Hätte ich vielleicht auch, aber bestimmt kein Crit. Die Sache ist die, er wird auch Wasserattacken können. An sich könnte ich jetzt einfach wechseln. Es wird sowieso nicht anders gehen, aber dann baue ich mir jetzt einen Nachteil auf. Ist mir egal. Es ist wahrscheinlich komplett dumm, aber... Reicht das? Ja. Okay, dann baue ich mir jetzt hier einen großen Nachteil auf. Ich scheiß da drauf. Am Ende kriege ich wahrscheinlich auf die Fresse, weil das letzte Pokémon auf 50 ist oder so. Und darf ich anmerken, dass wenn das der Fall ist, ich dringend los muss. Ja, der Donnerblitz sweept halt. Ich mache es mir schwerer, als es sein müsste, aber... Wie gesagt, ich bin auch eigentlich ziemlich sicher, dass das schon der stärkste Gegner ist. Celebi. Alter, ich bin aber auch gespannt, was hier noch kommt. Das ist ja auch erst der zweite Gegner. Ja, man sieht schon, Celebi ist schon verdammt strong. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr sicher, dass ich das trotzdem gewinne. Engumi. Minecraft! Alter, wo hast du denn den Sprite her? Ich dachte, den hat da Samir keiner. Engumi. Was könnte Uwe sein? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall einer der Teile von gerade eben. Sieht ein bisschen wie dunkle Macht aus, aber... Das ist es eben, seht ihr das? Deswegen ist der Kampf jetzt auch nicht so schwer. Wegen 2? Ach, das Original! Das von mir selbst gezeichnete, das am Anfang war das von Baldor. Also für die, die das nicht wissen, mein Kanalbild ist von Baldor, ne? Ich glaube, das ist sein letztes Pokémon. Okay, auch. Seltsamer Sprite, habe ich so noch nicht gesehen. Ja, der Kampf läuft halt, wie ich es mir dachte. Er wäre schwer, wenn ich nicht Celebi und Sora hätte. Oder auch, wenn ich beide nicht hätte, dann wäre der Kampf schwer. So ist es halt. Weil die irgendwie 15 Level drüber sind. Das ist doch unmöglich. Der Kampf hätte schwer sein können, war es jetzt letztendlich aber nicht. Nein, mein ultimativer Plan ist hin. Wie konntet ihr nur... Haben wir es geschafft? Ich hoffe. Hansa fällt um. Was mache ich hier? Na super, wie komme ich nach Hause? Warte, das Paradies wurde schon erschaffen. Warum habe ich das nicht gemerkt? Hallo, ich bin Darkrai und nicht ApoRed. Was passiert hier? Fragezeichen, man. Sieht aus, als standen all diese vier Pokémon außer ihr die vier Typen unter der Kontrolle von Hansa. Warte, ich wurde kontrolliert. Das war kein Date. Tut mir leid, wenn ich dich verletzt hab, Günther. Keine Angst, dazu warst du zu kacke. Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich will nach Hause. Ich glaube, ich habe mein Herz. Was? Lasst es unsere Sorge sein. Was sollen wir mit Hansa tun? Wir können nicht hier liegen lassen. Ich habe eine Idee. Jeder landete wieder in seinem ursprünglichen Zuhause. Was Hansa betrifft, was Fragezeichen man erlebt hat, hatte ich doch noch übrig. Schmintertail.
Oh nein, es kommt noch! Deswegen auch der besoffene Schulmutz! Nein! Schminter! Schminter ist es! Wo bin ich hier gelandet? Willkommen zur Pokémon Real Beta von Pokémon Günther. Fangen wir an! Danke, dass ihr mich aufklärt, das macht mich glücklich! Viel Spaß! Er macht Fortschritte, er wacht auf! Interessant. Du wirst nicht glauben, aber du bist der einzige Überlebende des... Was? Die meisten sind aufgewacht und haben geglaubt, Pokémon existieren wirklich. Du bist der Einzige, den wir retten konnten. Die anderen wurden so verrückt, dass sie entweder ertrunken, verbrannt, erstickt oder vom Blitz getroffen wurden. Ah ja, Ibims Heiko. Das ist alles sehr konfus. Mich verwirrt gerade vor allem die Schriftart. Hab nicht gewusst, dass Pokémon existieren. Warte mal, meine Kollegen haben was entdeckt. Kommt bitte zu mir, damit ich auch... ich bin Schminter übrigens. Schminter, der was? Ich muss nur diesen Knopf drücken. Die Pokémon werden mir zur Weltherrschaft helfen. Super, ich bin wieder am selben Ort. Ich liebe diese Welt. Du bist hier in Sicherheit. Deine Welt und die der Pokémon verbinden sich. Das musst du verhindern. Wie heißt eigentlich? Ist das nicht eh schon passiert? Scheißegal, du musst die Erinnerung an einen Freund aus der Pokémon-Welt wiederfinden. Dieser Freund braucht dich dringend. Wie heißt er? Was? Das muss sicher super duper mega Cornflakes mit Pizza? Sein, der Hilfe braucht. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, was ein Pokémon es ist. Es ist... Werde ich nun zu einem friedlichen Labor schaffen. Suche dort ein Pokémon aus, um dein Pokémon zu finden. Zeit im Labor zu schminzen. Was? Nächstes Mal schaffst du es bestimmt. Hä? Warte. Warum tut der jetzt so, als wäre ich besiegt worden? Da ist ein Pokémon drin und ich wollte eigentlich auch nichts zu essen. Ich bin der Hüter über diese Pokémon. Such dir eins aus. Und keines mehr. Aber was passiert mit den Pokémon, die ich nicht aussuche? Werden die gegessen? Die gebe ich anderen Kindern, wenn sie 10 Jahre alt sind. Das wären die besten Jahre ihres Lebens. Sie werden gegessen. Ein Schwalbini? Genau, dann nicht. Tarnhehl? Ich glaube, Tarnhehl kann halt an sich nicht so. Kindwurm. Und das ist natürlich mein Windkurm. Klug entschieden, doch bevor du gehst, heil dich bitte noch bei dem Jungen, du darfst auch den Pokédex mitnehmen. Alles klar. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Also, ich habe schon mitbekommen, dass es noch eine Story gibt und warum kann ich den Pokédex nicht einpacken? Egal. Tschüss. Wir sind hier bei New Fusionstadt. Dieses Schild hat nicht in der Beta existiert. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was hier gerade passiert. Heute geschlossen wegen gestern. Was? Lass uns Abenteuer erleben, Nate. Alles ist ein Mysterium. Warum bin ich in Anton? Ist das hier denn eigentlich der Ort, an dem ich so viel Zeit verbringen werde? Das ist gerade so die große Frage. Hallo, du redest nicht, oder? Nein, der redet nicht. Die reden alle nicht. Doch du, Ibitak. Tja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was die anderen sagen. Die reden auch nicht. Alter, hier redet ja keiner mit mir. Oh, ups.
Right, oh, es ist nur Level 1. Das Moveset gefällt mir nicht. Aber für dieses Relaxo reicht's. Muss ich jetzt wirklich mit Schminter von all den Pokémon hier was machen? Vielleicht gehe ich extra zum Getränkeautomaten und dann Relaxo, dann funktioniert er nicht mal. Getränkeautomat setzt Flashback ein. Nun, wo ihr Teil unserer Mannschaft seid, ist es Zeit, uns vorzustellen. Er heißt Olaf. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Olaf. Nein! Die SpongeBob-Szene! Und mit Nika Animanius, die noch toller. Wer sie kennt, weiß es. Olaf. Und, Olaf. Nein! Und genau, Olaf. Na gut, lass mich raten, dein Name lautet bestimmt richtig. Günther. Oh, ich habe Schmerz. Mein Name ist nicht Günther, sondern Schmunzer. Was für ein Albtraum. Das war es wert, das Relaxo zu besiegen. Oh Gott. Einfach mit mir und Olaf den SpongeBob-Joke. Oh, wow. Und noch ein Getränkeautomat, mit dem ich überhaupt nicht interagieren kann. Ja, scheint nicht die kleinste Stadt zu sein. Ich will hier nicht außen langlaufen, weil ich da vielleicht irgendwas skippe. Nee, aber so groß wirkt die Stadt nicht. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, den Fragezeichen dann meinte. Weil ich habe so verstanden, dass das vermutlich der Ort im Spiel wird, an dem ich die meiste Zeit von allem im Spiel verbringe. Geschlossen, weil Plan ist aufgegangen oder untergegangen. Ich hätte geglaubt, das ein echtes Skelett zu sehen. Von dem Megalovania Mystery Dungeon Soundfont Remix, von dem wir schon gehört haben und den ich schon gehört habe. Beschlossen wegen Weltherrschaft. Das muss das Haus sein, wo das Labor ist. Geschlossen, ich bräuchte einen Schlüssel und Pokémon, was Feuer spucken kann. Wer hätte gedacht, dass ich drin bin? Bevor ich da drin was mache, aber... Ich hab das beste Pokémon. Okay. Er hat sogar zwei, Alter. Warum bist du ein Käferfänger? Und nutzt das. Aber kein Problem für Windkuren. Ich finde, der Name von meinem Pokémon ist noch schlimmer, dadurch, dass Wind ein Wort ist. Alter, Aquana! Ich dachte, du bist ein Käferfänger, aber das fühle ich. So. Gibt zumindest ein bisschen Erfahrung, aber gewonnen. In der Niedlichkeit. Ich hoffe, du meintest Aquana. Das war eindeutig niedlicher als Sonnenjahr. So, ich glaube, ich muss wirklich ins Labor oder ich muss hier weiter. Nee. Mit dem Brunnen kann ich auch nicht interagieren. Dann muss ich ins Labor. Da brauche ich auch keinen Schlüssel oder sowas. Die Pokémon werden die Weltherrschaft übernehmen. Alter, was ist hier los? Pokémon sind unbesiegbar. Ja, genau. Niemand wird uns mehr aufhalten können. Warte, wie geht's weiter? Warum stehen in diesem Haus so viele Betten? Wollen wir hier ein Pokémon-Militärlager errichten? Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen... Oh.
Ich hab keine Poke. Oh, wir haben Inventar. Oh. Ich spiele ja gar nicht das Shinox. Ich bezweifle stark, dass Kindwurm das kann. Mann. Schiebung. Ich glaube halt, Fragezeichen, man sagt, es kommt auch nach dem hier noch. Was? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt die Sonderbonbons nutzen sollte. Es wirkt nicht so schwer. Er ist ein Saftkon-Person. Ein Saftkon-Person. Hä? Was? Irgendwie ergibt für mich hier gerade nichts, das geschieht Sinn. Ach Gott, ich bin immer noch von dieser SpongeBob-Anspielung gerade. Olaf. Oh Mann, Alter. Geh nicht da durch. Da ist etwas. Ah ja. Es ist ja ein bisschen verwirrend. Aber hey, Alter, ist hier viel Gas. Da könnte man alles rauchen. Ich meine, Finger weg von Drogen. Ich habe 24 Stunden auf ein Pokémon gewartet. Das ist schön. Ah, ein Galaponita. Da verstehe ich auch, wenn man drauf wartet. Du hast nur... Okay, der Typ passt offenbar... Tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen. Die Warterei hat sich wohl nicht so gelohnt. So, aber... Ich würde sagen, an dieser Stelle... Ah, Schild, dann gibt's vermutlich noch ein Schwert, der... Scheiße, was war das Gegenstück? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Günther, die YouTuber-Story, wieder. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht.